Herzlich willkommen zur Händlertagung LMC Modelljahr 23. Mein Name ist Dominik Ostus. Ich bin Produktmanager bei LMC und ich darf heute den Sassino vorstellen. Was haben wir gemacht zum Modelljahr 23? Wir haben das Außendesign angepasst. Wir haben ein neues Familiendesign. Alle Wohnwagen vom Sassino bis zum Musiker haben ein einheitliches Außendesign bekommen. Unaufgeregt, geradlinig, passend für unsere Zielgruppe. Genau, hier einmal wunderbar zu sehen. Ich würde sagen, dann gehen wir einmal rein. Wir sind hier im Sassino 470K. Den Grundriss haben wir auch etwas optimiert dieses Jahr. Das ist unser Familiengrundriss. Er hat Stockbetten im Heck, vorne ein Querbett. Wir haben hier eine unheimlich clevere Sitzgruppe mit einem Tisch, den man auch unter das Bett schieben kann, wenn man ihn nicht unbedingt benötigt. Man kann ihn auch unten einhängen und hier nochmal zusätzlich Liegefläche generieren. Wir haben 5 Grundrisse im Sassino. Genau. Wir haben eine schmale Aufbaubreite, also ist die Einsteigerbaureihe bei LMC und mit einer Innenbreite von 1980 eigentlich ein sehr kompakter Wohnwagen und ja, unheimlich gut zu handeln auch. Was haben wir gemacht? Wir hatten vorher einen kleinen Kühlschrank in der Küche, was natürlich für einen Familiengrundriss, wo bis zu 7 Leute drin wohnen können, einfach nicht ausreichend ist. Und daher haben wir uns entschieden, den Grundriss nochmal leicht zu verändern und haben einen großen neuen Kühlschrank hier integriert. Genau, das ist auch noch eine Besonderheit. Wir haben beim Sassino auf Kompressorkühlschrank umgestellt. Beim Tandero haben wir es auch schon gemacht. Und beim Sassino ist jetzt der nächste Schritt erfolgt in der Umstellung auf Kompressorkühlschrank. Genau. Wir wollten aber auch keinen Stauraum verschenken. Vorher war dieser Wäscheschrank hier vorne, der war zwischen dem Waschraum und dem Etagenbett angebracht. Den haben wir jetzt nochmal ein bisschen weiter nach vorne gezogen. Dadurch konnten wir den Waschraum weiter nach hinten schieben, um Platz für den Kühlschrank zu machen. Und wie man hier schön sehen kann, genug Staufächer. Egal wie viele Kinder man mitnimmt, alle können was ausreichend Kleidung mitnehmen und verstauen. Genau hier. Auch eine Besonderheit, normalerweise haben wir 2 Etagenbetten in der Serie. Hier haben wir einmal gezeigt, dass wir auch 3 Etagenbetten auf Option anbieten. Genau. Nochmal zum Design, also es ist ziemlich zurückhaltend abgestimmt und kann auch nochmal durch den Endkunden natürlich wunderbar individuell gestaltet werden und ja, ergänzt werden mit persönlichen Dekorationen. Genau. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen wunderbaren Einblick geben in Sassino und alles Weitere über den Sassino, über die Baureihe, welche Grundrisse wir genau im Angebot haben, welche Konfigurationen Sie machen können, finden Sie auf unserer Internetseite lmc-caravan.de und hiermit verabschiede ich mich.